Hallo Michael. Daniel. Michael Hudson von 64 Audios heute hier, um uns ein bisschen was zu erzählen über 64 Audio. Wir sind ja zu der Marke so gekommen, dass wir eigentlich so wie die Jungfrau zum Kinde dazu gekommen sind. Wir waren schockverliebt und hatten uns dann eigentlich erst mit der Technik von 64 Audio beschäftigt. Mhm. Erzähl doch mal ein bisschen was zu 64 Audio. Ja, Daniel, ja, vielen Dank. 64 Audio ist eine US-amerikanische Firma, existiert seit 12, 13 Jahren und kommt vom Bühnenbereich, vom Custom Indie Monitoring System. Vitaly, der Founder und auch der Chef Techniker und Sounddesigner immer noch, ist Musiker und auch Tontechniker, Toningenieur. Und der wollte einfach etwas Besseres für sich auf der Bühne kreieren, weil er mit den In-Ear-Monitoring-Systemen einfach nicht 100% zufrieden war. Und hat dann daraus dann eine Firma gegründet, 64 Audio, da. Und ja, und arbeitete dann für Künstler, auch namhafte Künstler, und baute denen ihre Custom In-Ear-Monitoring-Systeme, also maßangefertigte In-Ear-Monitoring-Systeme für die Bühne und für Tontechniker, Musikproduzenten. Ja, und irgendwann mal hat er sich auch gedacht, warum sollte man nicht diese Klangeigenschaften von 64 Audio der breiten Masse zur Verfügung ausstellen, und hat dann auch eine Universal-Reihe herausgebracht, ja, die also auch immer mehr Modelle umfasst, und hat also quasi nicht nur die Klangeigenschaften von 64 Audio, sondern auch die Technik, die er entworfen hat, für die Bühne in den Universal-Bereich gebracht. Und bei Technik ist ja, kommen ja zwei Namen immer schnell ins Spiel, yeah. Apex und Lit. Genau. Ich verstehe es nie. Okay. Erklär uns mal. Ja. Apex. Apex. Genau. Apex. Apex ist es zum einen, also das ist eine Technik, die mehrere Funktionen erfüllt. Zum einen, wer In-Ear-Systeme kennt, In-Ears haben natürlich durch den Schalldruck der Membran oder auch der Balance-Armature-Treiber entsteht Schalldruck auf den Ohren, ganz klar. Ja. Die werden üblicherweise über Vents, kleines Löchlein findet man immer irgendwo bei den In-Ears, abgelassen. Damit der Schalldruck abgelassen werden kann, ja, muss er sich natürlich erst aufbauen. Das heißt, man hat nach einigen Stunden vielleicht auch hören, hat man einen gewissen Druck auf den Ohren. Apex hat, das sind also diese kleinen, zeig dir das mal ganz kurz, das sind diese kleinen Module hier, die man also auswechseln kann, so ganz kleine Filter. Ja. Mhm. In diesem Filter ist wie eine Membrane mit drin, und diese Membrane schwingt mit deinem Trommelfell und lässt permanent den Druck ab. Das bedeutet, die Bühnenmusiker, die ja stundenlang teilweise auf der Bühne sind, oder auch Musikproduzenten, die stundenlang In-Ear-Monitoring-Systeme benutzen und verwenden, haben ein ermüdungsfreies Hören. Ja? Das Ohr wird nicht so dauerbelastet mit dem Schalldruck wie üblicherweise. Jetzt kommt es noch dazu, dass diese Apex-Module, ja, in drei verschiedenen Ausführungen auch herausgegeben werden oder auch mitgeliefert werden, teilweise alle drei. Und zwar gibt es eine Abstimmung minus 20 dB, minus 15 dB und minus 10 dB. Bedeutet, umso höher die Abstimmung, umso kräftiger und tiefer ist vordergründiger ist der Tieftonbereich. Mhm. Wenn ich jetzt also zum Beispiel elektronische Musik oder Hip-Hop hören möchte, dann möchte ich die vielleicht ein bisschen mehr basslastiger haben, dann würde ich eben das M20, das Silberne, verwenden. Und wenn ich aber jetzt Jazz hören möchte, Classic, will ich vielleicht auch den minus 10 dB verwenden, weil dadurch die Mitten und Höhen eine breitere Bühne dadurch bekommen, ja, und auch die Mitten und Höhen vordergründiger gespielt werden als der Tieftonbereich. Also ich habe auch die Möglichkeit, mein Hörvergnügen auch einzustellen und auch auf die Musik, die ich gerade eben höre. Ja, das ist Apex. Ja, so. Und es ist natürlich wirklich ein stressfreies Hören, wenn man genau. 64 Audio Kopfhörer genau. hört. Genau, ermüdungsfreies Hören. Mhm. Und dieses Lead-System klingt ja so, als wenn es egal ist, welchen Player du da ranmachst. Das ist ja auch irgendwie ein Eigenling von 64 Audio. Genau, wie soll das funktionieren? Ne? Ja. Ja, es ist auch wieder von der Bühne, beziehungsweise hier mehr vom Studiobereich. Ja. Mhm. Viele Musikproduzenten sind auch unterwegs. Ne? Also wir haben dann ihren
Laptop dabei und sind im Zug oder auf dem Flugzeug, haben jetzt gerade Lust, irgendwie nochmal was abzumischen, was vielleicht zu mastern, mhm, ja, oder zu mixen. Und jetzt ist es so, dass jeder Source natürlich eine andere Wiedergabe hat. Na klar, bin ich jetzt an einem großen Mischpult in dem Studio, mhm, oder bin ich jetzt bei einem mobilen Gerät, ist natürlich die Klangeigenschaft immer unterschiedlich. Ist natürlich schwer für Musikproduzenten, dann was abzumischen, etwas zu produzieren oder auch zu mastern. Natürlich ist ein ganz anderer Druckfaktor da, wenn ich an einem großen Mischpult bin oder einem großen Verstärker oder eben einem mobilen Gerät. Aber es geht um die Soundsignatur. Und die Soundsignatur ist dadurch immer gleichbleibend, egal an welchem Source ich den anschließe. Das ist lit. Die ist quasi immer die gleiche, ja, so als wenn du im gleichen Konzertsaal bist und hast mal schlechtere Plätze oder mal bessere Plätze. Danke. Genau, das beschreibt es hundertprozentig. Okay. Vielen Dank, werde ich übernehmen, diese Beschreibung, okay, wenn ich das nächste Mal erkläre. Genau, ja, so ist es. Okay. Perfekt, danke. Gut, ja, nee, dann haben wir ja eigentlich alles gesagt, was ja erstmal so die Key-Dinger sind. Ja. Es gibt neben den Apex-Modulen auch Kopfhörer, die das nicht verwenden, die eher für den HiFi-Bereich so, ja, orientiert sind, mhm, der Trio und der Forte, ne? Ja. Aber dieses LiT-System ist, glaube ich, überall, ne? Das LiT-System ist überall, genau. Du kannst also quasi jeden Kopfhörer von 64 im Universal-Bereich, aber auch im Custom-Bereich hat dieses LiT-System. Ja? Wenn wir den Forte und den Trio zum Beispiel uns mal anschauen, die haben keine Apex-Module, die man hier austauschen kann, sondern hier zum Beispiel in anderen Modellen wie den U12T, U6T, hier kann man also überall diese kleinen Filter aus, diese Module austauschen, mhm, und die Klangeigenschaft dadurch verändern. Ja. Ja, okay. Dann danke für die Erläuterung. Sehr gerne. Ja, okay. Sehr gerne.